modernisiertes Einfamilienhaus mit Nebengebäude und Carport präsentieren. Das Objekt wurde 1965 erbaut und 1992 durch einen Anbau ergänzt. Dadurch könnte man das Objekt auch in zwei Einheiten unterteilen. Das Objekt steht auf einem Grundstück mit rund 450 Quadratmetern und geht in ein weiteres Grundstück über, das von der Gemeinde gepachtet werden kann. Das Objekt bietet Ihnen rund 150 Quadratmeter Wohnfläche und 7 Zimmer. Es wurde in den letzten 10 Jahren umfassend modernisiert. Ja, folgen Sie uns auf einem kleinen Rundgang. Wir starten hier im Anbau von 1992. Direkt zu rechts befindet sich das erste Schlafzimmer. Es ist groß und hell und freundlich. Auch hier wurden die Fenster schon saniert. An allen Fenstern in diesem Haus sind Fliegengitter und Rollläden zu finden. Direkt daneben befindet sich ein weiteres, ebenso großes und geräumiges Schlafzimmer. Am Boden ist Laminat zu finden und auch hier haben Sie ausreichend Platz. Direkt daneben befindet sich das erste Gäste-WC. Dieses datiert noch aus 1992. Im Anschluss daran ist das erste Badezimmer untergebracht. Dieses ist innenliegend und bietet Ihnen eine ebenerdige Dusche. Weiter geht es zurück über den Flur. Und ich nehme Sie einmal mit nach vorne in die große Wohnküche. Die Wohnküche ist mit Menü ausgestattet und bietet Ihnen eine große Einbauküche, die bereits im Preis enthalten ist. Von hier gehen wir rüber in das Haupthaus. Das Haupthaus ist aus dem Jahr 65, wie bereits gesagt. Alle Böden wurden bereits saniert. Hier zur rechten Seite geht es einmal in den Hauswirtschaftsraum. Dieser wurde vorher als Küche genutzt und könnte auch wieder als Küche fungieren. Darüber hinaus geht es hinten weiter zur Terrasse und zum Außenbereich. Hier haben wir ein kleines Wohnzimmer. Ja, von hier zur rechten geht es in das zweite Badezimmer. Dieses wurde 2010 saniert und ist mit einer Badewanne. Die Brandwehrtherme von 2002 ist hier auch untergebracht. Direkt daneben befindet sich das sehr große weitere Schlafzimmer. Es ist am Boden mit Vinyl ausgestattet und bietet Ihnen reichlich Platz. Vorher war hier ein Wohnzimmer untergebracht. Dies wäre auch möglich, wieder hier unterzubringen. Zurück zum Flur. Hier geht es in den Keller. Der Keller ist gefliest und bietet Ihnen zusätzliche Staufläche. Die Elektrik in diesem Objekt ist schon teilweise erneuert. Im Anbau ist ein FI vorhanden. Ja, jetzt möchte ich Sie gerne mit ins Obergeschoss nehmen. Über eine massive Holztreppe erreichen Sie das Obergeschoss. Hier vom Flur gehen alle Räume ab. Der Flur ist am Boden mit Holzdielen ausgelegt. Hier geht es schon in das erste Schlafzimmer. Am Boden ist Laminat zu finden, der Raum ist groß und durch zwei Fenster sehr hell und freundlich. Direkt daneben befindet sich das zweite WC. Dieses wurde noch in diesem Jahr modernisiert. Am Boden ist Vinyl zu finden. Direkt daneben ist ein weiteres Kinderzimmer untergebracht. Auch hier ist am Boden Laminat verlegt. Ein drittes, relativ kleines Zimmer mit Laminat am Boden rundet das Raumangebot hier im Obergeschoss ab. Vom Obergeschoss erreichen Sie auch das kleine Dachgeschoss. Dieses ist über eine Ausziehleiter erreichbar. Das Dach ist bis in die Spitzen gedämmt. Ja, jetzt möchten wir Sie gerne mit in den Außenbereich nehmen. Ja, auch der Außenbereich bei diesem Objekt hat einiges zu bieten. Zum einen haben wir hier die sehr große, schöne, überdachte Terrasse. Dann hier zu linken geht es einmal zum Carport. Dieses ist 7 Meter lang und bietet Ihnen Stellfläche für mehrere PKWs. Dann geht es hier einmal in die kleine Werkstatt, die auch als Garage für einen kleinen PKW dienen kann. Und weiter geht es zur zweiten überdachten Terrasse. Diese ist mit Wein bereitet. Und dann geht es hier einmal in den Fitnessraum. Dort ist auch eine Infrarotkabine zu finden. Weiter geradeaus in dem Garten, der von der Stadt Empen gepachtet wird, sind noch zwei Gartenhäuser zu finden. Jetzt möchte ich Sie noch einmal mit vor das Haus nehmen. Wie Sie an der gepflegten Fassade erkennen können, wurde hier auch eine Fußsanierung durchgeführt. Ja, wir hoffen, Ihnen hat dieser Rundgang durch dieses wirklich hübsche und modernisierte, geräumige Einfamilienhaus hier in Empen-Konrebersweg gefallen. Wenn Ihr Interesse geweckt ist, dann melden Sie sich doch bei uns. Viele Grüße und einen schönen Tag wünscht das Ahoi-Team!